So, heute geht's nicht um den, sondern um die beiden hier. Ja, wie der Zufall es so will, habe ich den hier in Zahlung genommen. Und wir können jetzt mal gucken, was jetzt so der Unterschied zu beiden ist. Als erstes haben wir schon mal hier einen Facelift. Das sieht man sofort an dem anderen Kühlergrill. Ja, der ist viel größer. Und ja, die Scheinwerfer sehen natürlich auch anders aus. Was dazu kommt, der hier hat natürlich auch viel mehr gelaufen. Ne, dagegen ist der hier noch im jungfräulichen Zustand. Können wir mal hier reingucken. Was schon mal sofort ins Auge sticht, ist hier das Wurzelholz. Ja, der hat, wie viel hat der? 156.000. Ne, mein anderer, der hat 100 oder 290 hat er jetzt, glaube ich, 291. Was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist. Ja, was hat der an Ausstattung? Was war das denn jetzt überhaupt? Mein anderer ist ein Avantgarde und der ist ein Eleganz. Ja, der hat auch nicht übertrieben viel Ausstattung. Wir haben Stoffsitze, die auch nicht hier durchgerubbelt sind. Ja, was haben wir? Sitzheizung. Viel mehr haben wir gar nicht. Tempomat, ja, sowas. Ja. Einparkhilfe. Meiner hat hier eine Standheizung, also einen Standheizungsknopf, den hat der hier auch nicht. Aber was er nicht hat, kann auch nicht kaputt gehen. Ach, ich wollte die Haube eigentlich aufmachen. Ja, wie gesagt, der hat jetzt 156.500 Kilometer drauf. Und da sieht man ihn natürlich auch im Innenraum positiv an. Wenn wir jetzt mal das Lenkrad alleine vergleichen, in welchem guten Zustand das noch ist oder der Schaltknauf oder der Walhebel hier. Ne, hier dieser Sack, dieser Schaltsack. Dann die ganzen Knöpfe hier, in welchem super Zustand die noch sind. Das können wir ja mal kurz mit meinem anderen vergleichen. Das Pedal hier, ja, ist so ein bisschen rechts abgeschürft. Ja, das können wir mal eben kurz mit dem anderen vergleichen. Ja, wenn wir uns hier den Sitz angucken, der hat schon mehr gelitten. Ist aber auch noch, also Mercedes hat super Sitze, super Qualität. Ich finde hier das Dunkle ein bisschen schöner. Ist zwar auch ein bisschen hier gerissen, aber das stört ja nicht. Wenn wir uns das Lenkrad hier dagegen angucken, ist ein bisschen speckiger, aber nicht viel. Oder den Schaltknüppel. Ja, da ist ein bisschen Schmand drauf. Dafür hat der aber auch 290.000 gelaufen. Dann darf er auch so aussehen. Dafür finde ich, hält sich's in Grenzen. Nur hier haben wir die Standheizung. Dann hat der hier diesen Getränkehalter, den hat der andere gar nicht. Und wie gesagt, bei mir, bei dem hier funktioniert ja die Uhr nicht. Ganz zu schweigen von dem SPC-Holding-Fehler. Da werden wir mal im nächsten Video nochmal zu kommen. Wie stellt man nochmal die Uhr hier ein? Auf Service, System und dann auf Uhr.
Ne, da funktioniert einfach nichts. Das gucken wir jetzt mal bei dem anderen, ob es da funktioniert. So, Service, System, Uhr, ja, da klappt es super. Geht überhaupt richtig? Nee, geht eine Stunde falsch. Dann bei meinem anderen funktioniert das Navi auch nicht. Hier habe ich schon probiert, hier funktioniert's. Hier funktioniert alles. Dann habe ich hier extra mal das Checkheft rausgelegt. Können wir uns mal kurz angucken. Ich finde, da habe ich ein echt klasse Auto in Zahlung genommen. So, das sind die ersten Seiten. Dann war er hier bei ATU, was ja eigentlich nichts Schlechtes heißen soll. Dann ging er hier wieder nach Mercedes. Mercedes, Mercedes. Mercedes, Mercedes. Und das war's. Bis 139.000. Ja. Ja, was haben wir hier noch an mehr Ausstattung als... Also mehr Ausstattung auf keinen Fall. Nur hier ist der... Hier fehlt der Getränkehalter. Ich weiß nicht, ob der da war, ob den einer rausgeruppt hat. Keine Ahnung. Ach so, da hat meiner hier einen zweiteiligen Knopf. Und der hat hier nur einen. Ja. Der hat auch hier kein Telefon drin. Was auch nicht schlimm ist. Wer braucht da noch so ein beschissenes Telefon? Hier gehen die Sonnenblenden auch achtmal leichter. Ja, ist halt ein Facelift-Modell. Also hier das Lenkrad, das sieht kaum benutzt aus. Den hat auch ein älterer Herr gefahren. Der hat den 3 Jahre gefahren und der stand bei ihm nur in der Garage. Der hat, glaube ich, in 3 Jahren keine 1.500 Kilometer gefahren. Ja, dann schauen wir mal hinten rein. Hier ist nichts Besonderes. Das Auto ist sehr sauber. Also da brauche ich kaum was machen, außer so ein bisschen polieren. Ja, der größte Unterschied zwischen einer Limousine und einem Kombi ist halt einfach das Platzangebot. Ne, was man hier reinkriegt, das kriegt man in den Kombi nicht rein. Ne, hier kann man sich reinlegen, hier kann man drin schlafen, wenn man die Sitze umklappt. Dann alles hier super verarbeitet, halt Mercedes-typisch, mit so einem schönen Stoßdämpfer. Dann haben wir hier eine Westfalia-Anhängerkupplung, eine abnehmbare. Ja, alles vom Feinsten. Das Auto war mal richtig teuer neu. Hier ist auch noch ein Fach. Dann ist hier... Ach so. Ja, das ist ein Warndreieck. Klar, vom Platzangebot, wer ein Kombi haben will, der 1,9 Tonnen ziehen darf, habe ich das schon gesagt, ist ein 200er Kompressor mit 100, ich glaube 184 oder 187 PS. Baujahr 2007. Der ist 2004. Ja, was können wir noch sagen? Der hat Teilleder. Hier nochmal diesen zweigeteilten Knopf. Und was mir auch super gefällt,
Diese wunderprächtige SPC-Bremse, die hier nicht so ganz astrein funktioniert. Die hat der Kollege da drüben nicht mehr. Ja, der hat ein ganz normales Bremssystem. Finde ich okay. Dann wurde hier auch schon der Kabelstrang, also diese Ölstopper, wurden hier reingemacht. Da hatten sie ja Probleme mit, dass die Dinger hier das Öl durchdrücken. Der Motor läuft sauber, der läuft tadellos. Das Getriebe schaltet gut. Also an dem Auto ist hier nichts dran auszusetzen. Und wer den Wagen kaufen will, der muss schnell sein, der soll sich melden über meine E-Mail-Adresse und nur ernsthafte Anfragen. Der Wagen soll kosten 6.600 Euro, muss ich haben. Und da soll keiner sagen, das ist zu teuer. Guckt im Internet und sagt mir, dass der Preis gut ist. Den hier, nee, den verkaufe ich nicht. Ich krieg nächste Woche nochmal exakt den gleichen. Ja. Aber das kommt nächste Woche. Ne, wer schnell ist, der kriegt den. Ich habe noch nicht inseriert, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich kann den Motor auch mal kurz anmachen. Sonst kann man auch denken, der hat gar keinen oder der läuft nicht. Hat auch keine Fehlermeldung. Ich habe den ausgelesen. Der hat keinen Fehler drin gehabt. Das muss reichen. Sonst stinkt die ganze Halle hier. Ja. Das zu den Autos. Wie gesagt, wer den kaufen will, 6.600 Euro. Da würde ich sagen, das war's. Und tschüss.